Machen wir es einfach mal. Level 8. Da wird der Part halt ein bisschen länger. Genau, da wird der Part halt einfach ein bisschen länger. Vielleicht schaffe ich das auch auf Anhieb. Aber ich glaube, es gibt hier wieder eine Death Route, oder? Weil wenn ja, dann kann es genauso lange dauern wie das letzte Level. Und das war ja nicht gerade kurz. Explodiere auch einmal. Dankeschön. So, ich sollte einfach nur mitzählen, wie viele Kisten da waren und wie viele ich zerstört habe. Dann hilft es mir schon sehr weiter. Ach, diesen Bonus. Ich weiß nicht mehr, was die Sache war. Hatte ich hier nicht Probleme, irgendwie hochzukommen? Was war denn hier das Problem? Gab es hier überhaupt Probleme? Wow, Rider Higeba. Okay, aber es sieht jetzt nicht so aus, als hätte ich hier irgendwelche Probleme. Okay. Und das war der Blindsprung. Ja, genau, das war der Blindsprung. Dann gab es jetzt zwei Nitro-Kisten, aber ich glaube, am Ende werden sie nochmal abgerechnet, ne? Ach, genau. Ich mach das kaputt, muss jetzt hier rüber. Ja, da runter, Crash, da runter. Hast du genau richtig gesehen, lieber Junge. Aber ich komme so nochmal hoch. Ich muss nämlich hier lang, über die Kisten. Und dann am Ende des Bonuses einmal hier durch. Oh. Lief ja doch alles gut. Komme ich da noch irgendwie ran? Vielleicht mit einem Stampfer noch? Ah, geht nicht. Das ging im zweiten Teil doch, aber hier nichts. Gut. Ein wenig Konzentration ist hier schon gefragt. Gerade weil hier noch einige Kisten zu holen sind. Ich werde hier kein Risiko eingehen und die Nitro-Kisten auslösen. Also nicht mit meiner eigenen Dreher-Spin-Technik. Okay, dann muss ich jetzt ein bisschen warten. Okay. Gleich ist es geschafft, liebe Leute. Gleich haben wir den Bonus geschafft. Oh, ja. So, zwei waren in der Nitro-Kiste. Also, zwei waren Nitro-Kisten. In der Nitro-Kiste. Das klingt auch irgendwie falsch. Niemand will in Nitro-Kisten sein. Achso, und so komme ich an... Ach so, okay, am Ende ist dann wahrscheinlich einfach dieser Knopf. Da habe ich mich einfach nur gewundert, wo mir zwei Kisten fehlen, oder? Und das Level heißt abgehangen. Habe ich richtig? Liege ich richtig? Hab ich richtig. Ich liege wahrscheinlich richtig. So. Und, der Edelstein, den haben wir auch schon gesehen. Der war am Ende, oder? Nach dem Ziel. War das so? Das ist echt lange her jetzt für mich. Ich versuche mich da gerade so ein bisschen dran zu erinnern, aber ich meine, das wäre so. So, der ist schon mal weg. Der macht keine nervigen Tätigkeiten mehr. Sowas wie Schweißen darf man nicht. Heutzutage ist der Beruf Schweißer auch total verboten, strengstens. Man darf... Oder die weltweiten Schweißer, die treffen sich alle in der Kanalisation, um da einfach ihren Hobby nachzugehen. Ja. Wenn man damit kein Geld mehr machen kann, dann muss man das als Hobby machen? Oder wie hat man das zu verstehen? Keine Ahnung. Die haben sich dabei irgendwas gedacht. Was weiß ich, warum sich Schweißer in der Kanalisation treffen. Kann ich dich schon hier aus... Ja, das ist gut. Ich meine, wenn ich schon die Möglichkeit habe, die früher auszulösen... Hier kann ich das nicht machen. Ja, das ist auf jeden Fall zu gefährlich. Ich habe diese Roboter an der Decke immer als Mäuse wahrgenommen, oder? Nee, die anderen Roboter waren Mäuse. Oh, das war die Stelle. Hier darf ich mich auch gar nicht falsch platzieren. Scheiße. Weil wenn ich hier... Ach stimmt, da war die grüne Kiste. Okay, ja, dann hat sich alles geklärt. Dann hat sich wirklich alles geklärt. Hauptsache nicht in den Explosionsradius geraten. Das könnte ziemlich ins Auge gehen und ein paar Brandwunden verursachen. Will Crash nicht. Nee. Ich glaube, die Intelligenz besitzt er noch, dass er weiß, eine Explosion wäre vollkommen das Falsche. Und so ein Brain, der ist natürlich auch ziemlich aggressiv. Der die Weltherrschaft an sich reißen will. Und falls ihm einfach mal so ein Bandicoot entgegenkommt... Ach so, das ist eine Decke, okay. Bandicoot entgegenkommt, ne?
Sofort den Todesstrahler einsetzen. Zack. Okay. Wir sind fast da. Weit ist es ja nicht mehr. Okay. Ich bin jetzt so ein bisschen aufgeregt, weil es könnte hier noch alles kommen. Und der Part, der zieht sich ja schon ein bisschen, ne? Also, es ist schon wieder einer der längeren. So, jetzt muss ich rüberkommen. Und hier irgendwie wahrscheinlich mit den... Was aber, das war fast zu weit, ne? Also fast zu kurz. Ach, was weiß ich. Okay, Killerfrösche. Pass auf die Killerfrösche auf. Die machen dich sonst kalt. Und was war das für ein Bug? Wie der da einfach durchgesprungen ist. Oh, okay. Da schon wieder. Der hing einfach zwischen zwei Kisten. Feier ich irgendwie. Irgendwie feier ich das. Feier ich. Feier. Gut, es ist nur eine Flamme, ein kleines Flämmchen, das er da erzeugt. Und keine richtige Kugel, die der abfeuert. Das. Jetzt. Gut. Das wäre vielleicht ein bisschen zu schwierig. Auszuweichen auf diesem Gitter. An diesem Gitter. Knapp, knapp. Och, und dann hält er sich nicht fest. Was? Wo bin ich? Oh! Wo, was war das denn jetzt? Scheiße. Halt dich. Ja, und dann schießt er wieder. Dankeschön. Bist ein echter Freund. Okay. Killerfrösche. Was ist das? Sind wir hier auf dem Mond oder wo? Der benimmt sich echt komisch. Der Herr Bandicoot hier. Ja, ist schon ziemlich verdächtig, ne? Ist der vielleicht ein Außerirdischer? Ist der in Wirklichkeit keine Kreation von Cortex? Ist der vielleicht ein außerirdisches Experiment, das vier Arme hat und zwei Beine? Und in Wirklichkeit blau ist? Ja, wer weiß. Niemand kennt die wahre Identität eines Crashs, ne? Also, man weiß es nicht. Vielleicht ist der Doppelagent. Weg! Gut, ich kann dich nämlich hier überhaupt nicht gebrauchen. Eigentlich kann ich hier gar nichts gebrauchen. Okay, und da war ich mir unsicher. Weil da schon direkt wieder eine Maus vorbeikommt. Und weg. Gut, unten waren noch Kisten, aber ich glaube, das will ich jetzt noch nicht nachprüfen, oder doch? Muss ich eigentlich. Oder geht eigentlich auch gar nicht mehr. Da unten waren schon Kisten, ne? Nee, ich muss das nachprüfen, weil wenn da wirklich Kisten waren... Ach da! Ja, wenn es nichts weiter ist. Nee, von dort aus muss ich dann ganz normale Sprünge anwenden. Okay. Weg mit dir. So, einmal hier den schönen Moonjump einsetzen. Ah, es ist schon irgendwie geil. Aufhören, aufhören, aufhören. Ich mag kein Feuer. Es ist mir ein bisschen zu heiß. Ja, kannst du ein bisschen, ja? Noch ein Stück. Ah. Na gut, die Folge ist wieder ein bisschen länger. Ist im Grunde für mich persönlich natürlich nicht ganz so eine tolle Sache. Aber ich kann hier wenigstens noch mal eine Sache ansprechen, die mit den nächsten Tagen zu tun hat. Das habe ich total vergessen. Wollte ich in dem Part ansprechen. Gut, dass der Part so lang wurde. Und wahrscheinlich auch nicht kürzer sein wird. In nächster Zukunft soll ja Yoshi's Woolly World starten. Und da habe ich vor, das Wochenende erstmal zwei Parts von zu bringen. Das heißt, Crash muss ein bisschen aussetzen. Mario Kart DS sollte bis dahin beendet sein. Ja, und den Rest muss man mal schauen. Ich habe ja noch vor, Diddy Kong Racing mal zu starten. Was dann vielleicht nächstes Wochenende sein wird. Da wird es aber nicht dann, da wird es dann nicht so sein, dass ich dann wirklich wieder zwei Parts täglich bringe, weil Diddy Kong Racing werde ich ja höchstwahrscheinlich ziemlich schnell... Was macht der denn da? Ich werde es wahrscheinlich ziemlich schnell schaffen. Ich kann es gar nicht vorhersagen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Es ist unterschiedlich. 15 Parts? 14 Parts? Ja, kommt immer drauf an, was für Ziele ich setze. Ich könnte ja noch TT freischalten. Und das wäre... Dann wäre natürlich ein bisschen länger. Aber TT würde ich eigentlich schon unglaublich gerne freischalten. Nur das Ding ist halt... wenn man bereits einen Spielstand besitzt, dann hat man die Charaktere schon. Und wie soll ich die dann freischalten, wenn ich die schon habe? Dann müsste ich ja... Also ich kann dasselbe machen wie
Wie wenn man ihn eigentlich freischalten müsste, aber das wäre ein bisschen... Das wäre schon komisch. Weil man muss ja für TT beispielsweise die ganzen... Scheiße! Oh! Ich habe nicht mitgezählt. Die ganzen TT-Zeiten unterbieten. Das ist doch einfach... Es ist zum Kotzen. Okay, ich rede hier einfach noch zu Ende, falls es nicht funktioniert, falls es heute nichts mehr wird. Ich meine, der Part ist schon bei einer halben Stunde, mein Stuhl ist total im Arsch. Ja, das ist dann wahrscheinlich eine Story für den nächsten Part. Dann Feuer auch wenigstens. Ich sitze hier ein bisschen scheiße, das ist scheiße. Ja, sage ich unglaublich gerne, ziemlich oft. Ja, also wie gesagt, das Wochenende kommt nur ein bisschen Yoshi's Woolly World. Dann habt ihr hier wenigstens mal ein bisschen den längeren Part. Könnt ihr genießen. Wow, das ist der übelste Luxus. 30 Minuten lang, ja. Ah, kann man so sehen. Dann macht der so einen Scheiß, ey. Aber ich werde natürlich auch mit der Zeit aggressiver, wenn ich merke, er will einfach nicht. Er will nicht. Und ich habe hier gerade... so einen unglaublichen Winkel auf meinen Stuhl drauf, dass ich gar nicht sitzen kann. Ich kann mich gar nicht nach hinten lehnen. Wenn ich mich nach hinten lehne, dann falle ich um. Dann falle ich um. Dann werde ich voll in die Pfanne gehauen. Also richtig, von meinem eigenen Stuhl. Der stößt mich so gesehen ab. Der kann mich nicht leiden. Da bin ich doch vorhin auch noch durchgekommen. Kann man mir doch nicht erzählen hier. Ja, also geht doch. Feuer. Dankeschön. So, dann mache ich nämlich hier den. Gehe dann wieder zurück. Und wie komme ich hier zurück? Wahrscheinlich einfach so, okay. Wenn ich mich jetzt hier fallen lasse, war dann direkt eine Box, oder? Oh, bitte, bitte lass es lass deine Box sein. Ja, danke, danke, danke. Okay, dann ist da direkt eine. Aber ich weiß halt nicht, wo die anderen sind. Ich gehe mal von... Ja, da war noch eine Box übrig. Ich wusste nicht... Oh, hilft auch nichts. Ich kann mich da nicht rausreden. Meine Fresse. Gut, jetzt gehen wir wieder auf 180. Ich muss jetzt ein bisschen die Wut zeigen. Ich schaffe es aber auch nicht wirklich wütend zu sein. Das ist einfach... Es ist auch einfach ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Ich kann wirklich nicht komplett ausrasten. Das ist leider so. Falls ich jetzt hier jemand... ich glaube, die Zuschauer würden viel eher ausrasten als ich selber. Die Möglichkeit besteht... Ah ja, wir können ja noch ducken laufen. Habe ich auch schon wieder vergessen. Ducken laufen ist sehr gut. Ich wäre für mehr Ducken laufen in dem Spiel. Ja. Da will ich jetzt nichts riskieren. Ja, wobei... Ich kann ja einfach so runterspringen, ne? Also ich weiß ja, hier ist eine... Scheißkiste. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, dos, tres. Und jetzt einfach weiterspringen. Wieso macht er das kaputt? Eigentlich sollte der Satz lauten, wieso macht er das nicht kaputt? Weil im Grunde habe ich gedacht, dass... Ich habe gedacht, das war das Problem. Man darf nicht denken, man muss einfach machen. Ja. Es zieht sich einfach viel zu sehr. Es ist so unnötig. 3, 4, 5. Meine Güte, es gibt keinen Grund hier wirklich 40 Minuten lang zu hängen. So, und jetzt klappt das auch alles wie Butter. Also, Butter kann natürlich klappen. 1, 2, 3, 4, 5. Da drauf. So, dann warte ich einfach hier. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein! Nee.
Okay, ich habe eine Lösung für das Problem in diesem Level gefunden. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich diesen Part jetzt in zwei Parts einteile oder splitte. Ich werde den einen Part splitten. Ursprünglich sollten das jetzt 40 Minuten sein oder so. Halt so lange, wie ich brauche, um dieses Level zu schaffen. Ich schätze jetzt einfach mal, dass es 40 Minuten sein werden. Die ersten 35 habe ich ja aufgenommen. Und ja, nachdem ich mich ein bisschen abgeregt habe, sind wir auch wieder hier in diesem wundervollen Grün-Edelstein-Level. Und ich versuche einfach mal durchzukommen. Ich hatte ja bereits eine Taktik. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie... ja, es scheiterte einfach nur am letzten Sprung. Ich weiß nicht, wo der Fehler da war. Von daher, keine Ahnung. Also ich habe den Part wirklich gesplittet. Das ist für mich ein bisschen angenehmer. Für das Rendern an sich schon. 1, 2, 3 und 5. Und 1, 2, 3, 5. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Und dann springen, und dann springen, und dann springen, und dann springen. Okay. Ja, und wieso hat das vorhin nicht geklappt? Ja, das frage ich mich jetzt so ein bisschen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man irgendwie hier die ganzen Kisten bekommen. Und das haben wir jetzt zum Glück geschafft, ne? Also der Plan war jetzt sowieso, diesen Edelstein-Kurs so lange zu machen, bis ich ihn wirklich in unter 5 Minuten schaffe, dass ich da wirklich zwei Parts draus schneiden kann. Oder 8 Minuten. 8 Minuten. Ja, wobei 9 Minuten wäre dann eigentlich so das. 3, 4, 5. Gut. Keine Ahnung. Hauptsache, ich krieg da letztlich hier zwei relativ gute Parts hin. Das ist doch auch scheiße. Sag mal, wollt ihr mich desavouieren oder wie? Gut, dann habe ich den schon mal. Ich meine, Stampfattacke wäre hier einfach das aus. Kann ich das machen? Okay, geht nicht. Dann muss ich mir was anderes ausdenken. Wie weit geht die Shockwave von der TNT-Kiste? Ich probiere es einfach, komm. Ja, ich probiere es einfach. Okay, ja. Okay, wir hatten einen Akku. Okay, das ist nicht so das Problem gewesen. Ich bin jetzt so ein bisschen überfragt hier. Weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Leben. Leben kann ich tun. Oh, ich sollte einfach nur versuchen, hier zu überleben. Weil, gut, es fehlen noch 5 Kisten. Das sind hoffentlich die letzten. Aber ich weiß halt auch nicht, was kommt. Eine fehlt noch. Der Spinner dort oben wird auch natürlich nicht aufgeben. Er wird natürlich nicht so einfach nachlassen. Da ist noch einer. Ich lasse den auch gar nicht erst die Chance, mich irgendwie hier umzubringen. Dankeschön. Und damit haben wir alle Kisten, den Edelstein und hoffentlich auch unsere Ehre. Boah, meine Fresse. Dreh dich einfach. Dreh dich einfach bis zum Todcrash. Achso, hier ist ein Checkpoint, ne? Ja, und deswegen dürfen wir einfach sterben. Nee, das war jetzt einfach nur die Idee. Gut, dann habe ich das ja geschafft. Oh, hat ja gar nicht mal so lange gedauert. Also, ich kann ja sagen, wie viel oder wie lange ich offscreen gebraucht habe jetzt. Ich habe ja, wie gesagt, versucht, diesen Part in zwei Teile zu schneiden. Falls die 5 Minuten jetzt nicht geklappt hätten, hätte ich das wieder von vorne aufgenommen. Das waren tatsächlich nur 4 Minuten oder so, wo ich auch die ganze Zeit nur an derselben Stelle gescheitert bin. Also, das ganze letzte Stück war jetzt auch wieder blind. Hat am Ende aber trotzdem gut geklappt, also, ja. Im Gesamtbild ist es natürlich scheiße, dass ich jetzt 40 Minuten gebraucht habe, aber gut, ich hätte hier einfach, ich muss mich einfach entscheiden können, wann ich einen Cut setze. Das muss ich einfach lernen. Einfach mal sagen, hier machen wir den Schlussstrich, weiter geht es nicht, weiter machen wir im nächsten Part. Und das sage ich jetzt auch nochmal, ne? Womit wollen wir eigentlich weitermachen? Mit 18, ne? Beim nächsten Mal machen wir weiter mit 18. Also setze ich hier den Schlussstrich und sage, nee, mit 19 machen wir weiter. Okay. Ah, wobei, wir haben hier noch nicht das Relikt. Das habe ich total außer Acht gelassen. Ja gut, dann kommt beim nächsten Mal das Relikt, aber dann auch wirklich beim nächsten Mal. Tschüss und bye bye.